Heute wird es wild. So ein dummer Mist! Das kann doch nicht sein! Hallo, ich habe Angst. Ich liebe mein Studio und dich. Erfläß mal. Heute wird es turbulent. Sehr turbulent. Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall die turbulenteste, okay. Wähle nicht die falsche Tür-Challenge, die wir bisher gemacht haben. Ja. Weil bisher gab es ja nur so langweilige Sachen wie da das falsche Papier finden oder eine Kugel sammeln oder so. Aber heute wird es wild. Heute wird es. Okay. Okay. Ellie, ist schon mal für dich. René und ich haben eine Schneemaschine uns gekauft. Ja. Und heute findet ein sogenanntes Spiel, und zwar wähle nicht die falsche Tür statt. Und wenn du die falsche Tür willst, was passiert dann, René? Dann kommt eine kleine Schneelawine auf dich zu. Oh. Nicht nur eine kleine, sondern eine große. Also, wir werden heute hinter einer Tür immer die Schneemaschine platzieren. Ihr habt wahrscheinlich auch schon das Video gesehen, wo wir die vorgestellt haben. Und wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr, wie krass die einfach ist. Mhm. Und dann macht man die Tür auf und dann auf einmal... Und? Ja. Ja. Ups. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel, sondern wir gehen jetzt rüber. Let's go. Okay. Ja, Freunde, so, hier haben wir eine weitere Kamera, die wird dann in dem Raum platziert sein. Und hier ist die Schneemaschine. Und hier ist die Schneemaschine, genau, wo die Schneemaschine sich befindet. In den anderen beiden Räumen gibt es jeweils ein Bild von einem Schneemann. Das heißt, wenn du den Schneemann sichtest, Ellie. Dann hat man Glück gehabt. Dann hat man Glück gehabt, dann hast du einen Punkt. Und weißt du was, Ellie, da ich schon die Kamera in der Hand habe und René die Schneemaschine in der Hand habe. Dann musst du wohl anfangen. Ja, du gehst jetzt bitte zur Tür raus und guckst in die andere Richtung. Okay. Ciao. Ich geh dann mal. Ja, ja. So. Ich habe zugemacht, René. Ich würde sagen, immer eine Person darf aussuchen. Ja, und dann, du darfst aussuchen. Du hast jetzt zwei Runden. Okay, okay, okay. Normalerweise. Wir packen hier ein Air-Studio. Willst du vielleicht die Maschine irgendwie nach oben platzieren, dass sie vielleicht irgendwie nach oben zeigt? Ja, also, du, Freunde, das ist so eine coole Challenge. Oh, ich hoffe wirklich, dass sie sagt, okay, dann gehe ich in das Studio. Ja. Das Boah, das wäre so geil. Das wäre so cool. So, hier ist Schneemann Nummer 1. Ja. Hier befindet sich die Schneekanone, die wird zugemacht. Und? Jetzt nehmen wir Nummer 2. So, super. Ich guck noch mal ganz kurz, ob ich die eine Kamera aufgenommen habe. Ja. Dann kann's losgehen. So. So, also. Ich habe mir was überlegt. Und ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Komm rein, komm rein. Ja, ich bin hier. Hallo, ich habe Angst. Du solltest auch Angst haben, das kann ich dir schon mal sagen. Okay. Aber nur vor der falschen Tür. Ja. Und wo ist die jetzt wohl? Das ist die Frage. Ellie, du kannst auch vielleicht mal rumgehen an den Türen. Also, ja, okay. Sei nicht so schüchtern. Okay. Das ist Claudius. Ich habe jetzt die Wahl zwischen drei Türen. Genau. Ja. Du hast die Wahl zwischen dem Müllstudio, deinem Studio und dem Kaufstudio. Ja. Es könnte jetzt eine Falle sein, wenn ich jetzt mein Studio wähle. Könnte sein, könnte nicht sein. Ich habe es leider schon vergessen, wo die ist. Ich kann dir leider keine Hilfe geben. Mhm. Ich nehme das CC-Studio. Dann nimm das CC-Studio. Ja. Bist du dir sicher? Ja, René, bist du dir sicher? Bereit, René? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher? Soll ich die Tür aufreißen oder ganz vorsichtig? Bist du dir sicher? Wie du willst. Das provoziert mich. Nein! Nein! Du hast... Ah! Wow! Ja, somit hast Ellie den ersten Punkt. Ja, René. Ich hab mich schon so gefreut. Ja, René, wurde leider nichts. Oh, weißt du was, René? Du hast ja zwei Versuche. Das heißt, du hast noch einen Versuch. Ellie, du gehst wieder raus. René hat noch einen Versuch. Ach so, nochmal. Ich bin nochmal dran. Ja, natürlich, René hat noch einen Versuch. Das ist ja gemein. Kann zwei Punkte sammeln. Das finde ich gemein. Ich dachte, ich habe jetzt schon gewonnen. Nö. Okay. Schneemann. Schneemann? Ja. Okay. Schneemann. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wir haben jetzt die Schneemaschine nochmal im Studio von Ellie. Sehr gut. Und ich bin gespannt, ob das klappt. Ja, ich bin auch gespannt, ob sie sich für dieselbe Tür entscheidet. Ellie? So. Ellie. Ja. Jetzt beginnt das Psychospielchen tatsächlich. Das Psychospielchen, ja. Also ich habe gerade schon erzählt, man kann jetzt in jede Richtung das Psychospiel anfangen. Aber was genau ich da so gedacht habe, das ist jetzt die Frage. Mhm. Ich will auch mal die gleiche Tür. Sie wählt noch mal die gleiche Tür, René. Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht sicher, aber keine Ahnung. So ein dummer Mist! Das kann doch nicht sein! Yeah. Wieso? Ja, René. Somit zieht Ellie vor mit zwei Punkten.
Ja, ja. Juhu, das war die richtige Entscheidung. Ich habe das so schön in mir im Kopf alles vorgestellt, ne? Ja, ich glaube. Ja, du hast gesagt Psychospiel. Und dann habe ich gedacht, so, okay, nicht mit mir. Ja, aber ich weiß nicht. Willst du einmal sehen, wo die Schneemaschine wirklich war? Bei mir. Nee. Bei Claudio. Guck mal hier. Ja, da muss ich ja jetzt nicht reingehen. Ja, doch, geh doch mal rein. Du kannst gerne mal nachgucken. Nee, ich habe ja eh schon. Ja. Ja, ich sehe sie. Okay, juhu. Oh, nice die try. Ist ziemlich gut. Aber ich habe 2 Punkte. Ja, du hast 2 Punkte. Weißt du was? Wir switchen einmal. Ja. Ich darf jetzt die Tür mir aussuchen. Und ich suche. Nee, du kannst nicht schwimmen. Ja, okay. Sicher, ja, oder? Ich verstecke. Ja. Okay. Oder wir lassen sie da stehen. Immer ein beliebter Psychotrick. Ja, weil er ja bestimmt damit rechnet, dass wir sie jetzt so anders hinstellen. Ja. Lassen wir sie hier stehen. Ja. Für die erste Runde. Okay. Fall. Aber wir müssen kurz so, damit er denkt irgendwie, obwohl er hört uns ja eh nicht, oder? Er kann das jetzt außer, nicht hören. Außer er lauscht gerade. Nein, er lauscht nicht. Ich muss mal kurz gucken, muss man das hier weg? Obwohl, das ist ja eh von vorhin. Ja, genau, genau. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten, sonst ist das ja, so auffällig. Genau. Einfach ein paar Türen auf und zu machen. Ja. So. Auch schön warm hier. Okay, genau. Dann das dahin. Und... Genau. Trotzdem müssen wir noch ein bisschen. Hast du schon mal die Fernbedienung? Oh, ach, das heißt, ich habe jetzt die Macht. Natürlich. Fühlt sich gut an, ne? Ja. Anmachen unten rechts. Da. Genau. Oh yeah. Sogar mit Fernbedienung. Wie cool ist das? Wie süß ist das denn? Sieht doch aus wie so ein kleines Mini-Walkie-Talkie. Ja. Ist aber ein bisschen. Nicht ganz so harmlos. Hallo Claudio. Ja. Claudio? Ich höre schon. Hereinspaziert? Ich will nicht. Boah, du willst. Kommen Sie herein. Also, Ellie hat sich mal ein paar Gedanken gemacht, wo die Schneemaschine sein könnte. Ja. You can choose now. Ich brauch so ein Gefühl. Ich muss mit meiner Tür reden. Bist du hier? Was sagt die Tür? Die Tür sagt mir erstmal, ich soll weitergehen. Okay. Was sagt mir diese Tür hier? Was sagt die Tür? Das wäre mein altes Studio. Würde mein altes Studio mich auch so hintergehen? Eigentlich muss ich mich ja für das CC-Studio entscheiden, weil das ist ja mein neues Studio und das war mein altes Studio. Wir gehen mal zu dieser Tür. Oh nein, ich will nicht. Ich bin in mein Studio. Ich bin vertraut mit meinem Studio. Ich bin mir sicher, ihr habt es nicht bei mir sofort reingemacht. Ich liebe mein Studio und ich... Ja, nächstes Mal. Ja! Oh mein Gott, ist das geil! Soll ich nochmal auf? Dein Studio würde dich niemals hintergehen. Ja. Gut, oh, Freunde. Herrlich! Na gut, ist ja nur Schnee. Ich wisch mir mal den Schnee aus dem Gesicht. Und dann geht's weiter. Ja. Okay, klar, das lief ja schon mal gut. Okay, mega. Okay, aber jetzt können wir es nicht nochmal da lassen, das ist zu auffällig. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wahrscheinlich nimmt er jetzt was anderes. Das ist die Frage, weil er sagt ja, sein aktuelles Studio, vielleicht nimmt er nochmal Bezug auf sein altes Studio, also was jetzt ja mein Studio ist. Mhm. Wir switchen einmal um in mein Studio. Mhm. Ich könnte die jetzt auch anmachen, die Maschine. Nee. So haben wir nicht gewettet. Hier wartet ein Schneemännchen. Und ich hoffe mal, dass das gleich keiner sehen wird. Oder dass er sich nicht dafür entscheidet. Machen wir hier mal zu. Und hier wartet die Schneekanone. So, die ist jetzt auch schön gekippt, damit das schön in sein Gesicht geht. Ja, das finde ich gut. Okay, dann können wir den jetzt herholen. Claudio? Claudio, you can come. Da wartet eine Schneemaschine auf dich. Hey. Die Frage ist nur, in welchem Studio? Ich bin immer noch nicht trocken. Tja. Ihr habt's bestimmt, weil ihr dachtet, Claudio wird's wieder für sein altes Studio, also nicht für sein neues Studio entscheiden. Habt ihr euch gedacht, bestimmt so, oh, Claudio wird jetzt das hier wählen. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich wähle das nicht aus. Und ich bin mir sicher, ihr habt beide hier hinter versteckt. Deshalb gehe ich dem Ganzen jetzt schon aus dem Weg und gehe weiter. Du enttäuscht mich nicht ein zweites Mal. Aber Freunde, oh, das Vertrauen in das Müllstudio, oh, ja, das bröckelt. Ja, ja, ja. So, in der schweren Krise das Vertrauen zum jetzt Müllstudio. Jetzt ist die Frage.
CCC-Studio oder mein altes Studio. Also das Problem ist, mit diesem Studio habe ich auch einen Bezug, aber nicht so einen krassen Bezug. Also ich muss sagen, würde mein altes Studio mich jemals enttäuschen? Ich glaube nicht. Nein, gibt's nicht. Freunde, jetzt werdet ihr sehen, wie Claudio den ersten Punkt bekommt. Mein altes Studio würde mich niemals enttäuschen. Hol dir deinen Punkt. Ja! Es tut mir leid. Dein altes Studio. Boah, Claudio wird heute einfach von all seinen Studios betrogen. Aber es ist ja auch nur dein altes Studio. Es ist ja jetzt Ellis Studio, wie man sieht. Das ist jetzt meins. Wie konntest du mich nur enttäuschen? Heißt das somit, ich habe keinen Punkt? Das ist kein Punkt. Kein Punkt mehr. Das heißt, somit habe ich schon die Challenge verloren. Wie traurig. Ja, wir haben ja noch ein paar Runden. Wie traurig. Es tut mir leid. Ich wurde von meinem neuen Studio und von meinem alten Studio einfach enttäuscht und hintergangen. Disappointed. Ja, und, aber ich muss sagen, der Schnee tut immerhin nicht weh. Also es ist nur ein angenehmer Schnee. Ja, das ist gut, dass der Schnee tut. So, ich wisch mir jetzt den Schnee aus dem Gesicht und... Okay, ja. Und dann geht's weiter. So. Wir hatten ja, du hattest als erstes dein Studio ausgewählt, ich hatte mein Studio ausgewählt. Ja. Ich bin mir sicher, René wird als erstes das CC-Studio ausgewählt. Ja. 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 Mit dem meisten Bezug, weil dort dreht er viel Chaos Crew oder hat viel Chaos Crew gedreht. Mhm. Ich platziere die Schneekanone dort. Ja, okay, das machen wir so. Das machen wir. René! René? Du kannst reinkommen. Gerne. Und wir kennen uns ja schon etwas länger, ne, du und ich. Ja. Was glaubst du wohl? Wo könnte ich es versteckt haben, René? Also das Ding ist ja, man kann ja für jede Tür irgendeine Erklärung finden. Ja. Denk nach! Denk an Claudio. Wie würde Claudio denken? Komm. Ja, das ist die Frage. Ich glaube entweder an deinem Studio oder... Aber ich hatte mir eigentlich, bevor jetzt hier die Psychospielchen anfangen, überlegt, was viele vielleicht auch nicht wissen. Ganz früher war ich auch mal in dem Studio, also wo jetzt Ellie ist und davor ja du. Echt? Mhm, aber ganz, ganz früher. Wow. Und ich bin immer noch da, ich bin auch der Meinung, mein altes Studio, mein ganz altes Studio würde mich doch niemals betrügen. Ja, warte einen Moment. Geh mal dahin. Ja, warte mal einen Moment, ich mach mich schon bereit, damit ich rücken kann. Ja. Dann öffne es doch einfach mal. Mein altes Studio würde mich niemals betrügen. Okay. Also wirklich nicht. René, der Job blickt nach vorne und... Wirklich nicht. Ja, okay. Ich bleib nicht stehen. Da wird ein ganz putziger Schneemann auf mich warten. Also, das ist echt gar nicht das Problem. Logisch. Er macht zurück. Toll. Und wo ist es jetzt? Ja, komm mit, René. Ich hab mir gedacht... Nicht verraten. Ja, okay. Ja doch, er weiß es ja schon. Ich hab mir gedacht, da du viel Bezug mit dem CC-Studio hattest, dachte ich mir vielleicht... Ja, da habe ich mir natürlich schon gedacht. Dass es aber, in die Richtung aber geht, du aber so nicht Minion. Aber du hast noch viel Minion, aber tja. So nicht. Schade. Ja gut, René, okay, aber... Okay, next round. Okay, ich geh nochmal raus. Tschüss. Ja, das war nichts, Ellie, aber weißt du was? Ich kenne René etwas lange. Er wird nicht denken, dass ich es wieder hier stehen lassen würde. Ich lasse es das stimmt. Aber ich muss so tun, als würde ich etwas Schweres tragen und so tun, als ob ich Sachen trage. Deswegen machen wir das okay. Jetzt mal. So, ich glaube, ich stelle das jetzt hier hin. Also, Ellie, kannst du mir helfen? Das ist aber schlecht. Kannst du mir helfen beim Tragen, Ellie? Danke sehr. Das ist aber schlecht. Aber hier, warte, die Kamera muss doch besser platziert werden. Ja, hast du die Kamera angemacht hier? Ja. Ja, super. Weil ich bin mir sicher, er wird sich nicht für mein Studio entscheiden, weil er hat ja gerade sich für das andere Studio entschieden. Und ich glaube, er wird sich jetzt für das Studio hier entscheiden. So, Kameras platziert, oder? Ja. Super. Dann mach die Tür erstmal zu. Ich bin mir sicher, René wird hier stehen bleiben und einfach hier die Tür auswählen. Freunde, ich hoffe, ihr habt das mal gehört. René? 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 Ja. So, als nächstes würde ich sagen... Ich sag gar nichts. Guck mich mal an. Also ich glaube, eigentlich könnte ich mir denken, dass ich jetzt die Schneekanone dahin gepackt habe, wo ich gerade war. Aber das wäre, glaube ich, zu simpel. Das wäre so die naheliegende Logik. Ist die naheliegende Logik manchmal vielleicht doch nicht das? Nee, ich glaube, das ist die. Ich glaube, die ist hier. Weil da haben wir gerade gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, die ist hier. Ist die Frage. Dann bleib doch hier. Ja, ich gehe ja nicht dahin, wo die Schneekanone ist. So blöd bin ich nicht. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt, glaube ich, noch höher, dass sie jetzt, weil ich gerade mein altes Studio meinte, dass sie jetzt mich noch wieder. Nicht mich nah, noch wieder da. Ich hab's euch gesagt, ich kenne René zu gut. Wofür entscheidest du dich, René? Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ja, die ist, also,
Ich muss ja nur einen Schneemann finden. Und ein Schneemann wird auf jeden Fall hier sein, ne? Also das ist jetzt echt nicht das Thema. Dazu. Es hat anscheinend im CC-Studio geschneit. Ja. Und ich wusste es, dass René so lange überlegen wird beim zweiten Mal. Ich meine, du hast gute Ansätze, aber ja, es ist einfach Glück. Ja, das ist einfach Glück. Aber Freunde, wisst ihr was, was mir gerade auffällt? Ich habe verloren. Warum? Wir haben einen Gewinner. Ja. Und das ist Elli. Ja, das bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Elli. War das das erste Wille, nicht die falsche Tür für dich? Ja, das erste. Und direkt gewonnen. Falls was, Elli, komm du ins Bild, weil die beiden Gewinner müssen im Bild nicht klauen. Oh. Ja, Freunde, wie fandet ihr die Challenge? Ja, ich habe Angst, hier zu stehen, weil die können wir die Tür machen. Ja, die Tür. Nein. Mann, ich dachte. Die machen wir besser zu. Ja, nice, Freunde. Try. Aber wie fandet ihr die heutige Challenge? Ich fand sie sehr, sehr gut. Mir hat es auch Spaß gemacht, euch zuzusehen dabei, wie ihr so ein bisschen mit Schnee. Was los? Ja. Warum gehst du das? Ja, Freunde, wenn ihr wollt, dass das Ganze nochmal mit Kati stattfinden soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, kommentieren, Glocke aktivieren, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Kannst du bitte die Schneemaschine ausmachen?